Herzlich willkommen zu diesem Video. Nun, wenn du meine Videos schon öfter geschaut hast, dann weißt du ja, dass ich dafür stehe, die reine Lehre Jesu weiterzugeben, dass ich für die Nachfolge Jesu stehe, für die Taufe im Heiligen Geist und vor allen Dingen für die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Die Heilige Schrift ist für uns in dieser Zeit. Und ja, wir haben wichtige Prophezeiungen auf der einen Seite und wir haben wichtige Botschaft auf der anderen Seite für alle Gläubigen. Ich habe Videos über dämonische Belastungen gemacht. Ich habe über Generationsflüche im Ansatz gesprochen, aber ich werde da noch tiefer einsteigen. Ich habe über mein Leben Zeugnis gegeben und über meine Befreiung aus dem New Age, aus der Esoterik. Und ich werde noch weiter darauf eingehen, auf das, was der Herr mich im Geist lehrt und was ich weitergeben soll. Heute allerdings hat mich der Heilige Geist im Gebet gebeten, über etwas ganz, ganz Wichtiges mit dir zu sprechen. Es geht nämlich darum, dass wir auf der einen Seite ja diesen Befreiungsdienst anbieten und Befreiungsdienst durchführen. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder bei Gläubigen, bei Menschen, die zu uns kommen, auch bei Christen, die schon viele, viele Jahre Christen sind, bekennende Christen, die sehr, sehr stark gequält werden, die entweder versucht wurden, esoterische Tools mit zu vermischen mit dem Christentum, die starke Probleme dadurch bekamen, oder aber ja, die diese Ergebnisse, die Verheißungen Gottes nicht in ihrem Leben haben und dann in diesen Abfall des Glaubens sozusagen hinein, in diesen Strudel hineingeraten, weil sie der Welt glauben, die sagt, die Bibel ist zwar da, sie ist unsere Richtschnur, aber die Heilungsversprechen und all das, was Gott uns hier an Verheißung gibt, an Versorgungsversprechen und so weiter, ist nicht für uns. Das ist nicht richtig. Das ist nicht biblisch und hat keine biblische Grundlage. Die Bibel ist für uns, die Heilungsversprechen sind für uns, die Befreiungsversprechen sind für uns, die Versorgungsversprechen sind für uns. All das ist für uns, für dich, für mich in dieser Zeit geschrieben. Nun, warum haben aber viele Menschen ein großes Problem, wenn sie Befreiungsdienst hatten oder Befreiungsdienst bekommen haben, das anzunehmen? Warum? Nun, wir haben darüber gesprochen und ich habe in einem der letzten Videos gesagt, dass es so wichtig ist, die Gedankengerüste einzureißen. Dass wir auf der einen Seite den Befreiungsdienst haben, der dazu führt, dass du entbunden bist und dass die Dämonen verbannt sind. Das Problem ist allerdings, wenn Gott nicht dich verändert und du nicht bereit bist, verändert zu werden, deine Gedanken anzuschauen und die nötige Arbeit selbst auch zu tun, die wir tun müssen, nämlich uns als würdige Nachfolger Jesu jeden Tag auch zu reinigen, jeden Tag uns mit unserem Inneren zu beschäftigen und ja auch den Heiligen Geist stärker in unser Leben zu rufen, um die vollkommene Taufe im Heiligen Geist zu erreichen, nämlich Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen und andere Menschen berühren. Immer wieder erlebe ich im Befreiungsdienst, wie Menschen Befreiung erhalten, wie Menschen Heilung erhalten. Sie können das im Glauben für den ersten Moment ergreifen. Aber was machen die unreinen Geister, die dämonischen Geister dann? Was wir momentan erleben und was ich immer wieder sehe, auch in Träumen oder im Gebet, was mir der Herr immer wieder zeigt, sind Dinge, die auf die Menschen kommen, nämlich Angriffe der dämonischen Welt, des Fürsten dieser Welt und seiner Lakaien, die wie Wellen über diese Welt kommen, über die Menschen kommen, über die Gläubigen kommen. Und diese Menschen dann in die Illusion versetzt werden, dass die Heilung nicht für sie ist, dass die Versorgung nicht für sie ist. Sie bekommen also von Geistern, von dieser geistigen Welt, von denen die ausgeschlossen wurden, dahin geschickt, wo sie herkamen. Und wo andere jetzt versuchen reinzukommen und der Teufel Satan sozusagen versucht, ihnen von außen, weil sie sind ja nicht mehr drin, aber von außen sozusagen die Illusion gibt, sie sind noch drin. Diese Dämonen werden dir nicht sagen, wir geben dir jetzt von außen eine Illusion und wir versuchen, deine Gedanken zu beherrschen. Das können sie perfekt. Wir können es perfekt. Sie nutzen jeden kleinen Krümel, den sie nutzen können. Schauen, wie du reagierst. Und in dem Moment, wo du reagierst, wo du mit Emotionen reagierst, wo du dich auf deine Gefühle verlässt, wo du dich auf deine Gedanken verlässt, haben sie eine Einfallstür. Und in dem Moment, wo du dich darauf einlässt, können sie, wenn du die Tür wieder öffnest, wieder rein. Das ist das Problem. Und deswegen
hat der Heilige Geist mich dahin geführt, heute diese Offenbarung weiterzugeben, dieses Video darüber zu machen, darüber zu sprechen, dass es so, so wichtig ist, wenn du Befreiung erhalten hast, wenn du Heilung erhalten hast, wenn du eine Offenbarung durch Gott bekommen hast, wenn du im Gebet selbst die Zusage von Jesu hast, ich habe dich geheilt und du es selbst aber noch gar nicht sehen kannst, du es selbst noch gar nicht spüren kannst, ist es so wichtig, dass du es im Glauben ergreifst und sagst, Halleluja, ich danke dir, Jesus, für deine Heilung. Wenn dann der Schmerz nicht sofort nachlässt, dann bitte bleibe im Glauben. Wenn du einen Befreiungsdienst in anderer Form erhalten hast, wenn wir Flüche gebrochen haben, wenn wir Generationsflüche brechen und das Blut Jesu hineinbringen und die Dämonen dir sagen wollen, hey, da ist noch was. Schau mal den Mangel, den du hast. Schau mal auf dein Bankkonto. Schau mal in dein Leben. Schau mal die Qualen, die du noch erleidest. Schau mal die Depression, die Angst, die du immer noch hast. Weise dies im Namen Jesu zurück, weil das ist, was von außen wieder rein will. Und das ist, wovon Jesus gesprochen hat. Ich lese dir jetzt aus der Bibel Lukas 8, die Verse 11 folgende vor. Denn hier geht es darum, und das ist so wichtig, dass du das ergreifst. Hier geht es darum, was Jesus uns beibringt, wie die Heilung, die Versorgung und Gottes Geist und all das, was uns gibt, Gottes Lehre in uns wirklich Frucht tragen kann und wie die Wunder Gottes in unserem Leben, die Werke Gottes in unserem Leben überhaupt erst mal willkommen heißen können. Denn, was ich den Menschen immer wieder sage, auch wenn du sonst in einem Befreiungsdienst kommst, vielleicht schon drin warst, wenn du in der Begleitung bist, in einem der Kurse, wirst du wissen und du wirst erfahren oder vielleicht hast du auch schon außerhalb unseres Dienstes, in einem anderen Dienst, in Gottesdiensten, in Heilungsgottesdiensten, in Befreiungsgottesdiensten erlebt, dass etwas gibt, dass du entbunden wurdest, dass etwas aus dir herausgestoßen wurde, dass du Befreiung erlebt hast. Aber weißt du, das Problem ist, dass deine Gedanken die alten sind, dass du noch nicht in dem Maß verändert bist und dass du am Ende wieder im gleichen Problem landest. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was Jesus uns dazu beibringt und so wichtig zu verstehen, was die Heilige Schrift uns im Heiligen Geist uns dazu beibringt. Und hier steht geschrieben, Lukas 8, Abvers 11, die Deutung des Gleichnisses vom Sämann. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Das ist der Same. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Und das ist, was der Teufel macht. In dem Moment, in dem du etwas hörst, du hörst, dass das Kreuz und das Blut Jesu dich befreit hat. Du hörst, dass Jesus auferstanden ist, das Schlüssel zum Totenreich in der Hand hält und sagt, du bist frei, jetzt komm ins gelobte Land, nimm dein Erbe als Kind Gottes in Anspruch, bekenne dein Leben, komm zu Jesus, lass dich befreien, nimm das Werk am Kreuz als dein Erbe an. Aber der Teufel kommt und flüstert dir etwas ein, die Welt kommt und flüstert dir etwas ein. Viele Menschen, die ihr Leben Jesus geben, die am Ende wieder abfallen, die am Ende wieder vom Weg abkommen, weil die Welt an ihnen zieht. Menschen, andere Menschen, die vom Teufel gebraucht werden, manchmal die eigene Familie, ganz oft sogar die eigene Familie. Weiter steht geschrieben, die aber auf dem Felsen sind, die welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Wie viele Menschen fallen eben in der Versuchung ab? Wie viele Menschen werden in diesem Moment, in dem sie sagen, hey, ich habe Heilung empfangen, hey, ich habe Befreiung erlebt und ich fühle mich super, aber sie haben immer noch diese Angst, die Depression kommt noch auf sie. Hier geht es darum, diese Illusion nicht mehr anzunehmen und zu sagen, ich habe Befreiung erlangt im Namen Jesu, ich habe Heilung erlangt im Namen Jesu, ich habe die Zusage bekommen und jetzt stelle ich mich auf das Wort. Und hier geht es nun darum, diese Festungen, um dein Herz, diese Gedankenfestungen einzureißen, die um dein Herz gebaut wurden, damit du diese Heilung annehmen kannst. Vor allen Dingen aber achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Halleluja. Was bedeutet das? Schau hin. Was hat der Feind auf dein Herz geschrieben? Was hat dein Leben auf dein Herz geschrieben? Wo hast du dich eingelassen auf das Spiel dieser Welt? Hier darf Heilung geschehen. Auch hierfür gibt es in der Schule im Background einen Herzraum-Heilungskurs. Komm gerne in die nächsten 22 Tage, auf die nächste 22-Tage-Reise, die eine ganz besondere wird, weil für die, die es wollen, bieten wir zusätzlich ein gemeinsames Fasten an. Und vielleicht hast du schon erlebt oder vielleicht hast du schon gehört, Generationsflüche können nur durch Beten und Fasten gebrochen werden. Auch das hat biblische Grundlage, das steht geschrieben im Wort.
Wenn du also Befreiung und Heilung erlebst, dann freue dich an ihr. Danke dem Herrn dafür. Vielleicht hast du es gesehen, dieses Video, was ich darüber gemacht habe, über meine Heilung. Ich hatte vor einigen Monaten über Nacht ganz plötzlich einen heftigen Ausschlag im Gesicht. Mein ganzes Gesicht war aufgequollen, es waren alles volle Pusteln, es hat gebrannt, es hat wehgetan. Ich hatte heftigste Schmerzen, heftig. Auf der Stirn, auf der Nase, hier die Wangen unter den Augen, es war richtig schlimm. Es zog in ein Auge rein und tat wirklich höllisch weh. Und wenn ich dir sage, es tat höllisch weh, ich konnte nicht schlafen vor Schmerzen, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Natürlich habe ich gebetet. Und ich habe 2 Tage gebetet. Ich habe 2 Tage Heilung angenommen. Das tut Jesu proklamiert. Und in dem Moment, als ich die Heilung von Jesu hatte, im Gebet zeigte er mir, wie das alles einfach abblättert. Und ich wusste, Jesus hat mich in diesem Moment geheilt. Ich hatte die Heilungszusage. Was aber geschah, war, dass ich aufsprang und danke, Jesus, und danke, dass ich geheilt bin. Und ich bin zu meiner Familie, aus meinem Gebetsraum, hier aus meinem Arbeitszimmer, zu meiner Familie, zu meinem Mann, und habe gesagt, ich bin geheilt. Jesus hat mich geheilt. Er hat mich angeschaut und hat gedacht, weiß sie, wie sie aussieht? Ich habe seinen Blick gesehen und ich habe gesagt, nein, Jesus hat mir gezeigt, es fällt alles ab, es blättert alles rund und es ist geheilt. Und das war, worauf ich mich berufen habe. Es hat nochmal extremst wehgetan in diesem Moment, in dem ich die Zusage bekommen habe. Weil der Feind wollte mich in dieser Illusion lassen, dass es nicht geheilt ist, dass es wirklich, das sah böse aus. Ich habe mit meiner Mama telefoniert und sie sagte dann zu mir, Miriam, und wenn das nie wieder weggeht? Aber ich wusste doch, Jesus hat mich geheilt. Und daran habe ich mich festgehalten. Und es hat noch 5 Tage gedauert, bis es tatsächlich abgeheilt war. Aber ich wusste, es heilt. Ich habe nicht zugelassen, irgendeinen Gedanken daran zugelassen, dass es nicht heilen würde. Denn Jesus hat mir doch gesagt, es ist vollbracht. Und daran müssen wir uns festhalten. Und dann diese Gedanken dazu, die wir natürlich bekämpfen. Was heißt, wir nehmen die Gedanken im Sinne Jesu gefangen. Was bedeutet das? Dass wir natürlich achtsam sind und dass der Heilige Geist, und wenn wir ihn bitten, uns hinführt und sagt, hey, sei ja ein Alarmsignal. Sei ein Hüter meiner Gedanken, Heiliger Geist. Achte darauf, was es in mir denkt. Achte darauf, bitte weise mich sofort darauf hin, wenn ich zerstörerische Gedanken habe, wenn ich Gedanken habe, die meine Heilung unterbrechen, die meine Versorgung unterbrechen, die den Segen Gottes aus meinem Leben nehmen. Und ein wichtiger Aspekt darin ist auch, wenn du den Segen Gottes in deinem Leben haben willst, dann sei nicht wie das Volk Israel in der Wüste. Fang nicht an zu murren und fange auch nicht an, das Böse dieser Welt auf Gott zu werfen und ihn zu sagen, hey Gott, du bist ein allmächtiger Gott, warum tust du das? Warum lässt du all das zu? Gott hat den vollen Preis für unsere Freiheit bezahlt, er hat den vollen Preis für unsere Seele bezahlt, er hat den vollen Preis für die Heilung unserer Körper bezahlt. Er hat alles getan. Und er offenbart sich in einer wunderbaren Liebe und Barmherzigkeit, wie nur er sie hat. Und das ist so wichtig, das zu ergreifen. Denn dieses Murren, dieses Zaudern, dieses auf Mangel in deinem Leben schauen und sagen, hey, warum habe ich noch nicht? Und warum bin ich noch nicht? Und warum, das trennt dich tatsächlich von der Gnade Gottes und von seinem Segen. Es ist, als würdest du eine Lampe anschalten durch das Gebet und durch den Befreiungsdienst und durch den Heilungsdienst und dann leuchtet diese Lampe lichterloh und sie ist so hell, sie erstrahlt den ganzen Raum. Und dann gehst du hin und schaltest die Sicherung aus oder ziehst den Stecker aus der Steckdose. Und erwartest aber, dass die Lampe und das Licht weiter leuchtet. So funktioniert es nicht. Und das sagt uns Gott auch ganz genau. Lass uns einmal weiterlesen, was noch steht im Lukas 8, Verse 11 folgende. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Verstehst du? Du hörst das Wort Gottes. Hörst, dass du es im Glauben ergreifen musst. Hörst, dass du in Dankbarkeit und Lobpreis zum Herrn kommen sollst. Du hörst es. Aber weißt du, was du tust? Du gehst hin und sagst, ja, aber ich will doch reich sein. Ja, aber ich will doch diese ganze, also du bleibst praktisch im Materiellen gebunden und lässt dich von den Versuchungen, von den Verlockungen und auch durch Neid und vielleicht ein bisschen Gier wirklich von Mammon weiter binden. Dann kann sich diese Frucht in deinem Leben nicht zeigen. Das ist so wichtig, dass du es verstehst, dass Gott uns sagt, strebe zuerst das Himmelreich an. Unser Vater im Himmel sagt uns, strebe zuerst das Himmelreich an. Komm zuerst zu mir und ich werde dir alles geben, was du brauchst. Sorge dich nicht um das, was du isst. Sorge dich nicht um deine Kleidung, denn so agieren die Heiden. Aber wenn wir heute einmal hinschauen, was viele Nachfolger Jesu tun, viele Christen tun,
Sie sind an der Oberfläche von dem, was das Wort Gottes uns sagt. Sie sind an der Oberfläche. Sie graben nicht tief. Das hat Jesus uns gesagt. Wenn du nicht bereit bist, tief zu graben, um auf festen Felsen gegründet zu sein, wird die Welle kommen und sie wird dich wegspülen. Und das ist etwas ganz Elementares, denn in dieser Welt wird es nicht bequemer. In dieser Welt wird es nicht lichtvoller. Du weißt nicht, an welcher Zeit wir uns befinden. Und es ist so wichtig, dass du als Nachfolger Jesu, der du doch glaubst, tief gräbst, schaust, woran, was ist mein Glaube? Wo stehe ich mit meinem Glauben? Wo sind meine Gedanken? Was ist das, worauf ich aufbaue? Bin ich wirklich auf festem Stein gegründet? Habe ich wirklich Wurzeln, die tief reichen? Bin ich ein Baum, der so tief wurzelt, dass er vom Wind, vom Sturm nicht umgefegt ist? Bin ich ein Petrus, der auf Jesus schaut und sich vom Sturm nicht ablenken lässt, weil das Wort Gottes so viel stärker in mir ist, weil der in mir ist, ist stärker als alles in der Welt? Verstehst du, was der Heilige Geist dir heute hier durch mich sagen will? Und das ist so elementar. Hier steht in Lukas 8, Vers 15, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und die Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Sie bringen Frucht in standhaftem Ausharren. Also egal, was der Feind ihnen eingibt, egal welches Symptom ihnen von außen vielleicht eingegeben ist, sie stehen auf dem Wort, sie beharren daran, sie halten aus und sie sagen, Herr, Vater, du hast mir gesagt, dass durch das Blut Jesu am Kreuz alle Krankheiten von mir genommen sind. Du hast mir gesagt, oh Herr, dass ich geheilt bin in deinem Namen. Du hast mir gesagt, oh Herr, dass ich befreit bin in deinem Namen. Und wenn du mich im Heiligen Geist hinführst an einen Ort, an dem ich das Unkraut noch aus diesem Boden ziehen muss, Halleluja, dann werde ich es tun. Amen. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du es wirklich in dir drin verstehst, dass das Wort Gottes durch den Heiligen Geist in dir lebendig wird, dass es zum Leben erweckt ist. Das ist wirklich, dass das Wort in dir lebendig ist und dir den Glauben Jesu gibt, dass du jeden Tag mehr wirst wie Christus, ein lebendiger Brief des Christus in dieser Welt. Das ist, was geschrieben steht. Und das ist es, was für uns auch in dieser Zeit heute, in der Welt heute, elementar ist. Es geht nicht darum, dass wir uns einreden, weil wir in unserem Herzen noch irgendwelche Mauern hochgezogen haben, irgendwelche Festungen errichtet haben, die die Welt in uns gesetzt hat, die Glaubenssätze unserer Vorfahren, die nicht geschafft haben, sich wirklich auf das Wort Gottes zu stellen, die nicht standhaft ausharren konnten, die lieber dem Glauben der Welt gefolgt sind. Weißt du, ein Christ, der Nachfolger Jesu, soll Licht in dieser Welt sein, Salz in dieser Welt. Wir sollen nicht so sein wie diese Welt. Nein, wir sollen Zeugnis geben. Wir sollen mit unserem Leben Zeugnis geben. Aber wie kann es funktionieren, wenn du nicht zurückweist, wenn du die Heilung nicht annimmst im Glauben, dann wird sie in der Materie nicht sichtbar sein. Wenn du die Versorgung im Glauben nicht annimmst, dann kann sie in der Materie nicht sichtbar sein. Alles das, was wir sehen, was auch unser Körper als Ausdruck zeigt, ist das, was geistig abgeht. Was geistig abgeht. Es steht geschrieben, dass es unseren Körpern so gut geht, wie es unserer Seele gut geht. Und das ist dann ein wichtiger Punkt, denn wenn unsere Seele befreit ist von den Angriffen des Feindes, weil du sagst, im Namen Jesu weise ich dich zurück, Angst, denn das Blut Jesu hat mich freigekauft und das Blut Jesu hat mich reingewaschen und es hat alle Ansprüche des Teufels in meinem Leben und aus meinem Leben entfernt und darauf stelle ich mich jetzt. Und ich habe im Gebet oder ich habe durch einen Befreiungsgottesdienst oder einen Befreiungsdienst, habe ich Heilung empfangen und ich weise dich nun zurück. Depression. Ich weise dich nun zurück, Angst. Ich weise dich nun zurück, Mangel. Denn das Kreuz Jesu sagt Folgendes, dass mit dem vollbrachten Werk am Kreuz ist Mangel von dir genommen, es ist Krankheit von dir genommen, es ist jede Schuld, jede Folge der Sünde von dir genommen. Und du bist ein würdiger Erbe. Und jetzt lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Lerne dich zu sehen, wie unser Vater im Himmel dich in Christus sieht, als vollbrachtes Werk. Und das ist wunderbar. Und das ist auch das, was du lernen sollst in diesem Umgestaltungs- und Erneuerungsprozess durch den Heiligen Geist, andere Menschen im vollbrachten Werk zu sehen, standhaft auszuharren, Liebe zu sein, selbst für deine Feinde zu beten, Erkenntnis und Weisheit durch Gottes Wort zu bekommen und den Heiligen Geist in dir wirklich Veränderung, Charakterveränderung vollbringen zu lassen. Und es ist so wichtig. Diesen Weg gehen wir. Es ist eine Illusion, auch vom Feind im Übrigen, die dir sagt, du erhältst
Per Fingerschnipsheilung, Jesus kann das. Jesus kann das und er hat es bewiesen und er macht es auch heute noch in vielen Fällen. Aber er sagt dir auch, geh nun hin und sündige nicht mehr. Wenn wir abgefallen von Gott leben, wenn wir unsere Gedanken wieder in der Welt begründet sehen, dann sind wir wieder in der Sünde. Denn Sünde bedeutet, dass wir aus Gottes Willen heraustreten. Sünde bedeutet, dass wir dieser Welt glauben. Jesus hat gesagt, wenn du diese Heilung behalten willst, dann geh und sündige nicht mehr. Berichte von, ja, also berichte davon, dass dir widerfahren ist, aber sündige nicht mehr. Es ist wunderbar, oder? Das zu verstehen, das zu ergreifen und den Heiligen Geist, deinen Mentor, Lehrer sein zu lassen, der von Christus nimmt, in dich hineinpflanzt und dich jeden Tag so mehr, mehr und mehr sein lässt wie er. Und er wird mit all dem, mit diesem Prozess auch noch mehr und noch mehr und noch mehr Gnade Gottes in dein Leben bringen. Bleib also nicht auf halbem Weg stehen. Gib dich nicht damit zufrieden, was die Welt dir gibt, sondern komm ins Himmelreich, komm ins Allerheiligste und empfange, was Gott für dich vorbereitet hat. Und unser allmächtiger Gott, der so viel für dich vorbereitet hat, so viel mehr, als du dir erdenken kannst, und er wird seine Vision deines Lebens auf dein Herz setzen. Und er wird durch den Heiligen Geist bewirken, dass du wirklich glauben kannst. Nun ist es an dir zu sagen, ja, ich will. Ich will diesen Weg gehen. Ja, ich will. Und ich will diese Festungen in mir einreißen, die immer wieder dieser Welt als Wohnung dienen, die immer wieder den Geistern dieser Welt als Wohnung dienen. Ich will nicht so sein wie diese Welt, denn ich will wahre Nachfolge Jesu lieben. Ich will zurück zur reinen Lehre Jesu. Wenn das so ist, dann nimm gerne unseren Dienst in Anspruch. Schau dich in der Beschreibung des Videos um. Komm auf unsere Homepage. Wir haben im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist vom Vater inspiriert sehr viele Dienste erschaffen, die dir dienen sollen, nämlich zum Vater zurückzukehren, die dir dienen sollen in dieser Welt, die nur noch unsicher ist, die Versorgung Gottes zu empfangen, die Heilung Gottes zu empfangen und all das, was in Christus für dich bereitsteht. Nun teile dieses Video, abonniere diesen Kanal, kommentiere auch gern, hilf uns und hilf unserem Vater im Himmel, die reine Lehre wieder in diese Welt zu bringen. Hilf Jesus, sein Werk durch eine wirklich wieder auf, also wirklich wieder in diese Welt zu bringen und eine neue Ausschüttung, eine des Heiligen Geistes und vor allen Dingen auch eine Belebung des Leibes Christus zu bewirken. Weil der Leib, wie Gott ihn sieht, das habe ich auch in einem vorangegangenen Video schon berichtet, eine Offenbarung, die er mir gegeben hat. Also ich kann nur sagen, unser allmächtiger Gott Vater ist immer noch der, der er immer war. Jesus ist so lebendig, ist so real. Und die Taufe im Heiligen Geist ist immer noch die, die in der Bibel beschrieben ist. Empfange also die ganze Kraft Gottes und gib dich nicht nur mit der Hälfte zufrieden. Im Namen Jeshua HaMashiach, möge Gott dich segnen. Amen. Thank you.